Hallihallo, Hallöchen, grüßt euch. Und zwar mit der Hermelin im ersten Gefecht auf Inseln. Das ist mein erstes Gefecht mit der Hermelin. Ich werde mal hier mit dem Zerstörer mitfahren. Wird wahrscheinlich ganz Schritt halten können. Aber durch das, dass es eher auf 7,8 Kilometer beschränkt haben, ist das sehr schade. Werde ich ganz einfach hier mit Danny mitfahren. Oh, die Orlan, die kommt dann gleich auf mich drauf. Aber und ich würde sagen, das war's. Dann haben wir hier die Swerorowsk. Dass er halt permanent so schießt, das ist halt lustig. Komm, 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 komm. Komm. Jawohl. Gut, die haben wir auch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, der hat Tarnung drauf. So, der hat die Tarnung drauf und ich habe keinen drauf machen können. Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Das finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich, ehrlich. Ja, das ist ein bisschen sehr gewagt, da zum Schießen, ne?
sodass das die Orlan wesentlich weitere Reichweite hat. Hat sie aber schlecht ausgesehen gegen die Hermelin. Einmal Zitadelle, oder? Ja, einmal haben wir Zitadelle getroffen. Ja, von daher kriegen wir nichts mehr. So, da ist die Orlan und da ist die andere Hermelin. Da ist die andere Strohchoi. Oder wie es heißt. Ah, die Dresden ist auch schon weg. Okay. So, Orlan, hallo, 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 grüß dich. Das haben wir mal, grüß Gott. Ja, das war's. Dann fahren wir jetzt mal strikt auf die Herr Berlin zu. Die kümmert sich hier um den anderen. Ups! Einen Schuss haben wir noch setzen dürfen. Das war das erste Gefecht mit der Hermelin. Ja. Dritter Platz. Hochzufrieden. Ein paar Treffer haben wir gemacht. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.